Die Kanzlei unter dem Eis. Prolog. Sturz in alle Richtungen. Da hängt er also im Raum. Eben noch hatte er das sichere Gefühl gehabt, seinen Schutzanzug zu tragen. Er musste eingenickt sein. Aber nun ist er wach. Allzu wach. Er ist bekleidet. Aber vom Schutzanzug keine Spur. Er spürt, dass seine Beine eng beieinander liegen, gestreckt und aufrecht. Als würde er stehen. Straff. Als würde er Haltung angenommen haben. Aber er steht nicht. Die Füße berühren keinen Grund. Die Schwerkraft zerrte an ihm, als hinge an jeder Faser seiner Haut Gewichte. Selbst die Lider sind zu schwer. Wie ist er hier hingekommen? Er erinnerte sich nicht. Welche Art Raum ist das? Er weiß es nicht. Befindet er sich noch im abyssalen Triumphbogen, im Hufuren-System? Seine Arme sind abgewinkelt, wenn auch nur leicht. Sie berühren seinen Körper nicht, seine Hüften nicht. Er kann seine Finger bewegen, das Handgelenk. Aber er bekommt keinen Zugriff auf nichts. Nicht einmal seinen Oberschenkel erreicht er. Er kann seinen Kopf bewegen, kann das Kinn heben und nach oben schauen, nach unten, nach links oder rechts. Doch es gibt nichts zu sehen. Der Raum ist weiß und ohne jede Kontur. Keine Linie, keine Grenze, kein Schattenriss. Woher das Licht kommt, das weiß er nicht. Kein Boden, keine Decke, keine Wand. Er stellt sich die Frage, ob er überhaupt etwas wahrnimmt. Vielleicht ist dieses Weiß, das seine Augen füllt, nur eine Eingebung, eine gezielte Fehlinformation, die Sehzellen injiziert wie ein Gift.